Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Suffkopf Kommando Box Teil 2 von Kopfnuss Musik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Suffkopf Kommando Teil 2 von Kopfnuss Musik. Es ist der Nachfolger von Suffkopf Kommando Teil 1, welches ja im Jahr 2014 herausgekommen ist. Hat sehr starke Ähnlichkeit mit diesem Design, war damals gelb-schwarz und jetzt haben wir eine grün-schwarze Grafik, eine grün-schwarze Box. Kopfnuss Musik präsentiert, lesen wir hier oben. Wir werden mal die Folie abmachen, um uns das Ganze genauer anzusehen. So, also wie gesagt, vorne das Logo, der Schriftzug Suffkopf Kommando Teil 2. Auf der linken Seite haben wir dann das Logo von Kopfnuss Musik, untere Seite glatt schwarz und auf der rechten Seite nochmal das Logo, obere Seite glatt schwarz und auf der Rückseite haben wir einen Barcode und die Credits. Alles klar. Es ist eine so eine kleine quadratische Klappbox und wir haben hier einmal, ich schätze mal, das ist der Flachmann, dann haben wir zwei Sticker, ein Poster, das dürfte eine Bonus-EP sein, das dürfte entweder der erste Teil sein, müssen wir mal reinschauen, oder was anderes und das Album an sich. So sieht die Box von innen aus. Wie immer fangen wir an mit dem Album. Auf den ersten Blick fällt uns einmal auf, super Jewelcase, freut mich sehr, gefällt mir sehr gut. Das Ganze nicht in Plastik verschweißt, sondern so in der Box drinnen. Kopfnussmusik präsentiert Suffkopf Kommando Teil 2. Auf der Rückseite, es spiegelt leider extrem, haben wir die Tracks, 16 Stück an der Zahl. Und wir haben keinerlei Features. Also es ist komplett von den vier Jungs. Reese, Miki, Deos und Accord. Ja, 16 Tracks. Meine Favoriten des Albums sind Nummer 1, Kneipen-Terroristen und Nummer 15, eine Runde auf uns. Die haben jetzt am besten gefallen. Ansonsten haben wir noch einen Strichcode, nichts weiter. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt, zum Booklet. Das ist relativ dünn gehalten, wir sehen schon zwei Seiten. Hier haben wir die Tracks nochmal aufgelistet, inklusive der Beteiligten. Also hier steht dann immer, es ist echt schwer zu lesen, weil es ist so blass oder schwaches Grün auf Schwarz, wer die einzelnen Tracks verantwortet. Wir haben hier einmal einen Skit, Eier nennt sich der, und dann haben wir hier drüben auch noch einen Skit und dieser nennt sich Ich greif mich an. Wie gesagt, keinerlei Features, alle Tracks von Kopfnuss Musik, von den vier Herren, Sonic ja nicht mehr dabei. Und so sieht das Ganze dann aus. Suffkopf Kommando Teil 2, hier lesen wir nochmal. So sieht das aus und so die Rückseite. Dann haben wir zwei Papphüllen. Wir haben hier einmal Suffkopf Kommando, also das ist eins zu eins das Design vom ersten Teil, so sah der damals aus. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Acht Tracks. Also das dürfte eine... Ich habe jetzt die Tracklist von damals nicht mehr auswendig im Kopf. Mir sagt jetzt keiner dieser Tracks was. Werde ich gleich nochmal nachschauen, was das genau ist. Also, so sieht das Ganze aus. Die CD. Papphülle.
So, ich habe jetzt noch einmal kurz nachgesehen. Es ist natürlich der erste Teil. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, also das Cover ist natürlich der erste Teil. Nur wusste ich die Tracks jetzt nicht mehr auswendig. Aber es ist der erste Teil, sprich wir haben hier 8 Tracks. Ein Feature von Lutifer, ansonsten Miki, Reese und Sonic. Und diese Tracks waren eben 1:1 die, die damals auf dem ersten Teil waren. Sprich, an alle, die den ersten Teil Suvkop-Kommando verpasst haben, habt den hier dabei in der Papphülle. Dann haben wir hier noch eine Papphülle. David vs. Goliath nennt sich das Ganze. So sieht das Cover aus. Und auf der Rückseite haben wir 7 Tracks an der Zahl. Auch hier wieder keinerlei Features. Also das dürfte dann echt eine Bonus-EP sein. Die habe ich noch nicht reingehört. Ich habe wirklich nur das Album durchgehört. CD hier in Schwarz-Gold gehalten. Und ebenfalls, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir 2 Sticker. Einmal Suvkop-Kommando, auch wieder hier in Gelb. Und dann Kopfnussmusik, das Logo des Labels. Beides im Hochformat. Und dann haben wir diese mysteriöse Kartonbox. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, es wird wohl der Flachmann darin sein. Jawohl. Sonst ist hier nichts. Flachmann aus Metall. Und wir haben hier das Logo nochmal von Kopfnussmusik. Das ist schön gemacht. Also wir sehen hier den Kopf mit dem Mikrofon drinnen, den Schädel. Rückseite blank silber. Und hier lesen wir noch Stainless Steel 5OZ. Gab es schon mehrere Deluxe-Boxen, die einen Flachmann beinhaltet haben, wenn wir noch aufbekommen würden. So sieht das Ganze aus. Also, ist jetzt natürlich, ich glaube, der dritte Flachmann oder vierte Flachmann für mich, aber der ist wirklich schön gestaltet und gerade auch hier mit dem Logo. Flachmänner kann man immer brauchen. Und ist auch passend zum Album, weil es gibt im Prinzip in den ganzen Tracks auf dem ganzen Album gibt es genau eine Thematik, die wirklich, wirklich komplett ausgeschlachtet wird. Und das ist einfach das Thema Alkohol, Saufen, Feiern gehen, sich daneben benehmen. Da ist der Flachmann durchaus passend. Und dann haben wir noch ein Poster. Wow. Ich habe jetzt gerade nur einen kleinen, Schock oder ich wundere mich ein bisschen, weil das ist jetzt das Poster von Kopfnussmusik. Und genau am heutigen Tage ist ja auch von Freunde von niemand Parkplatzmusik 2 erschienen. Und ich finde, das hat, also dieses Poster, diese Grafik, hat verdammt viel Ähnlichkeit mit dem Cover, mit dem Foto von Parkplatzmusik 2 von Freunde von niemand. Also wenn ihr es mal abcheckt, ich glaube, die stehen da mit einem Auto, aber gerade hier auch mit dem Jägermeister, der so in die Kamera gehalten wird, echt heftig. Eventuell wissen die voneinander, eventuell ist es auch nur Zufall, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall krassen Zufall. Wir haben hier die 4 Herren von Kopfnussmusik, Reese, Miki, Deos und Akkord. Ja, klassisches Bild, sie sind an der Tanke, haben wohl hier Getränke geholt, Jägermeister, eine große Dose Faxe, Jim Beam, Lime Splash und was auch immer hier in der Dose sein soll. Also jede Menge Alkohol wird konsumiert, stilecht an der Tankstelle. Das Ganze im Querformat und einseitig bedruckt. Ja, dann fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Querformat. Diese 2 Sticker jeweils im Hochformat. Die Bonus-EP David vs. Goliath. Suvkop-Kommando, der erste Teil mit 8 Tracks. Dieser Flachmann aus Metall. Und das Album Suvkop-Kommando Teil 2. Im Super Jewel Case.
Das alles in dieser wunderbaren Box, Suffkopf Kommando Teil 2 von Kopfnuss Musik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kopfnuss Musik unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.